Ich habe mal wieder einen Spannungsroman gelesen, der sich um zwei Schwestern dreht, die sich völlig zerstritten haben aufgrund irgendetwas, das in der Vergangenheit passiert ist. Und ich finde, es bietet immer ganz schön viel Potenzial für, ja, tolle Geschichten und Geheimnisse. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie ich das Buch empfunden habe, dann bleibt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension auf meinem Channel. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht heute um ein Buch und zwar Little Sister von Isabel Ashdown. Kannst du ihr vergeben? Ist erschienen im Blan Vallee Verlag, kostet 9,99 Euro, ist so ein Taschenbuch, hat 410 Seiten und wurde mir kostenfrei vom Verlag zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Mich hat das Buch halt sofort angesprochen, weil es geht um zwei Schwestern, die in der Vergangenheit irgendwas erlebt hat, das sie in zwei geteilt hat quasi. Und die eine Schwester, die Jessie oder Jess, kehrt nach Jahren in ihre Heimat zurück und nimmt Kontakt eben zu Emily auf, beziehungsweise stirbt die gemeinsame Mutter und die begegnen sich eben auf der Beerdigung wieder. Und dann vertragen die sich wieder und Jess zieht bei Emily ein. Und ja, Emily ist hat einen Lebensgefährten und die beiden haben eine ältere Tochter, Chloe, die ist so in der Pubertät, 14, 15. Und sie haben auch noch ein Baby, die Daisy. Und auf Daisy darf Jess eben immer aufpassen, die macht sich dann nützlich. Und ja, jetzt ist es so, die Eltern, die feiern dann irgendwann mal Silvester und Jess ist zu Hause, was ich schon mal sehr seltsam fand, dass die Silvester feiern, während die andere aufs Baby aufpasst, aber gut. Wir wissen ja eben nicht, was in der Vergangenheit geschehen ist und welche Schuld Jess vielleicht wieder gut machen muss, man weiß es nicht, auf jeden Fall. Sie passt eben auf das Baby auf, die Eltern kommen zurück und Daisy ist verschwunden. Sie ist entführt, keiner weiß, wo sie ist. Jess weiß nicht, was passiert ist, denn sie neigt zu Unmachtsanfällen aufgrund einer Krankheit und da hat sie mal wieder so einen Unmachtsanfall gehabt, nach Jahren mal wieder. Und ja, die Situation, die spitzt sich immer mehr zu, weil Emily völlig am Durchdrehen ist, was ich nachvollziehen kann. Ich meine, sie ist die Mutter, ihr Kind ist weg. Es offenbaren sich auch Probleme in der Beziehung. Emily ist gegenüber jedem misstrauisch und dann haben die natürlich auch noch mit der Presse zu kämpfen und so weiter und so fort. Und ja, das ist so die Geschichte, worum es so geht. Ich finde, das Buch, das ging auch richtig spannend, mysteriös und seltsam los. Wir haben so einen Prolog, wo es um eine Frau geht, die eben auf ein Kind aufpasst. Aber ja, es ist eigentlich schon klar, dass es sich nicht um eine Situation in der Gegenwart handelt, sondern eine Situation, die schon mal da gewesen ist. Und da passiert irgendwas. Also man sieht, dass alles voller Blut ist. Man weiß nicht, was mit dem Kind ist, man weiß nicht, was mit der Mutter ist und man weiß auch nicht, wer diese Personen sind. Und ich finde, es ging richtig spannend und mysteriös los. Nach dem Prolog habe ich mir so ein bisschen schwer mit der Geschichte getan, einfach weil erstmal ganz viele Namen umeinander geworfen wurden, also Jess, Emily, dann James, das war der Lebensgefährte, dann Chloe, Daisy. Und habe ich ein bisschen Probleme gehabt, mich in die Geschichte einzufinden. Dann ging es ja recht interessant los und das fand ich auch gut. Aber so nach einer Zeit, nachdem dann geklärt war, okay, das Kind ist, ja, geklärt war es ja nicht, aber nachdem halt klar war, in welcher Situation wir uns befinden, dass das Kind eben verschwunden ist und das Kind wiedergefunden werden soll und wir herausfinden müssen, was ist in der Vergangenheit mit den Geschwistern zu tun gewesen, hat das was mit der aktuellen Situation zu tun oder sogar mit dem Verschwinden des Kindes. Ja, das war alles so ein bisschen, nachdem die ganze Situation eben geklärt war, das Setting, die Rahmenbedingungen, ist die Geschichte so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Ich meine, wir haben ganz viele Geheimnisse. Ich meine, Chloe ist so ein pubertierender Teenager, die Mist baut. Dann haben wir Jessie,
Die Geschichte ist auch immer im Wechsel der beiden erzählt, zwischen Jessie und Emily. Also immer ein Kapitel aus Emilys Sicht, ein Kapitel aus Jess Sicht. Ja, dann haben natürlich die beiden Geschwister Geheimnisse miteinander. Dann ist irgendwie klar, dass auch Emily nicht immer ehrlich war. Dann ist klar, dass da irgendwelche Probleme in der Beziehung der beiden Partner waren, der Eltern von Daisy. Also irgendwie ist das alles so ein bisschen dubios und wir haben eigentlich viel Potenzial für eine spannende Geschichte, aber mich hat es einfach nicht gepackt. Die Spannung war einfach nicht da. Die Geschichte ist so vor sich hingeplätschert und ich will natürlich nicht spoilern, aber im Endeffekt hat das Buch mir nur aufgezeigt, wie hässlich Menschen sein können. So, was für eklige Charakterzüge Menschen haben können. Und damit meine ich jetzt nicht mal, dass man jetzt einfach nur irgendwelche Boshaftigkeiten hat, sondern so richtig hässliche, also auch nicht zickig oder Macken, sondern so richtig so ekelhaft. So Menschen, mit denen ich einfach nichts zu tun haben kann. Wie hässlich und boshaft und garstig Menschen gegenüber anderen Menschen sein können. Menschen, also die man eigentlich liebt oder dem Umfeld gegenüber, mit dem man es eigentlich, das ist eigentlich gut mit einem meint. Und ja, aber ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was da war und wer da hässlich geworden ist, weil sonst würde ich spoilern. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat mich, also das war einfach kein schönes Gefühl, diese Entwicklung mitzubekommen. Ich war dann auch gewillt, dem Buch nur 2 Sterne zu geben, eben weil es mich nicht gepackt hat, weil die Geschichte so dahin geplätschert ist. Es ist irgendwie nichts vorangegangen. Das Misstrauen wurde nur immer größer gegenüber jedem und die Geheimnisse, die dann so ans Tageslicht kamen, die waren dann auch so Larifari und ja. Aber dann gab es natürlich einen Showdown und wo dann alles aufgeklärt worden ist und das hat es dann nochmal so richtig rumgerissen, dass ich dem Buch noch 3 Sterne geben kann. Ja, also ich habe mir da wirklich mehr erhofft, gerade weil ich eben finde, Vergangenheit und Geschwister, die sich zerstritten haben, das bietet immer ganz, ganz viel Raum für Spannung und Thrill. Und gut, das war jetzt ein Roman, steht ja auch Roman drauf, aber ihr wisst, was ich meine. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir da so ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ja, und natürlich war das Geheimnis schon grausam, weswegen die sich gestritten haben und das fand ich ganz schlimm und wie gesagt, das hat dann auch nochmal alles für mich rausgerissen. Während die Geschichten, also wir erfahren auch so in der Geschichte so immer mal, was in der Vergangenheit passiert ist, das wird alles so angerissen, wie die beiden miteinander umgegangen sind in ihrer Jugend, wie sie miteinander aufgewachsen sind, Emily und Jess, und wie die beiden das empfunden haben und ja. Es gab auch nochmal einen Plot-Twist in der Geschichte, wo ich sagen muss, der hat mich eher gestört. Also auch den kann ich euch nicht verraten. Es geht dann so mit dem zweiten Teil los, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt wird die Geschichte immer langweiliger. Gab es einen Plot-Twist, wahrscheinlich um die Geschichte wieder interessanter zu gestalten. Den fand ich ehrlich gesagt so ein bisschen blöd. Also ich hatte da jetzt kein Nonplusultra-Aha-Effekt-Moment, muss ich wirklich sagen. Also ja, ich finde, hier wurde ganz, ganz, ganz viel Potenzial verschenkt. Ja, schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr zuletzt gelesen habt, wo ihr euch viel, viel mehr erhofft habt, wo eure Erwartungen größer waren und ihr anderes bekommen habt. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten, wenn euch die Videorezension gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch mal in meine anderen Rezensionen heute rein. Und dann ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!